Ach, jetzt den ganzen Weg wieder zurück, verdammt. Ich lauf mal die Abkürzung, oder? Warte mal. Laufe ich die Abkürzung? Wir sind jetzt hier. Ich lauf die Abkürzung zum Piratennest. Waren wir da wirklich noch nicht? Nee. Okay, ich lauf die Abkürzung zum Ich laufe die Abkürzung zum Piratennest. Ich kann das auch noch 10-mal erwähnen. Den Jaguar da hinten holen wir uns auch noch später. Jetzt wieder großmäulig. Einen mit viel Glück geschafft. Wahrscheinlich durch einen Glitch oder durch... Weiß ich nicht. Ein glückliches Händchen und schon gleich wieder die große Fresse haben. Ist kein Problem. Schick mir noch 10 Ogre hinterher oder noch ein paar Ghule. Unsere Lieblinge aus dem ersten Teil. Die Ghule. Die waren am Anfang so mega hart. Und später waren die einfach nur noch so wischiwaschi. Das war so schön. Ich hoffe, das wird hier ähnlich sein. Und ich frage mich, was passiert, wenn wir da unten durch den Fluss... Ist gar kein Fluss. Das ist ja so ein Gang. Wenn wir da lang laufen, was da wohl kommt? Wir werden es bestimmt noch herausfinden. So, jetzt aber erstmal wieder der Weg zum Piratenlager. Es tut mir leid, dass wir so oft hin und her und hin und her laufen. Ich würde gerne mit der Story gerne wieder ein bisschen weiterkommen. Andererseits, ich erkunde jetzt noch den Rest der Insel. Warte mal. Da müssen wir dann da lang und dann rechts runter durch eine Nische. Ach, durch eine Nische. Das müsste da so ungefähr sein, ne? Ach, guck mal. Na, ihr süßen Krallenäffchen. Krallenaffe, Krallenaffe, Krallenaffe. Oh, so ein süßes Äffchen. Ich trinke mein Äffchen nur mit Tee und Zucker. Nee, ja, was mit Tee? Was? Ach, keine Ahnung. Ich wollte was ganz anderes sagen. Ist jetzt auch schon vorbei, der Witz. Und witzig war er auch nicht. Ach, das ist die Schlucht, die wir von oben gesehen haben, wo die komischen Sachen da hinten sind. Mist. Ah. Au, au. Jetzt reicht's aber hier. Elendes Schwein. Mist. Ich dachte, ich kann ihm noch in den Kopf... Nein. Boah. Wir brauchen dringend Klamotten. Das geht so nicht. Mann, hätten wir die scheiß Titanenrüstung mal nicht für Schnaps und Huren versetzt. Hm. Kann ich vielleicht außen rumlaufen? Aber wir müssen eh die Wildschweine umbringen, weil wir wollen ja die Experienze. Aber ich würde trotzdem gerne mal gucken, was das da hinten ist. Außerdem glaube ich, man kann Wildschweine besser erledigen, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Was ist denn das? Irgendwas Totes? Oh. Fische auf dem Spieß und das hier ist wohl irgendein totes, verendetes Viech. Ach, Mist, eine verschlossene Kiste und eine normale Kiste. Was haben wir denn da drin? Proviant und eine Perle. Na, super. So, folgendes. Ach, verdammt. So, hoch hinaus will das Schwein. Und das prügeln wir gleich nach unten. Wie schön das gerade nach unten gepurzelt ist.
Also, Warzenschweine am besten immer mit dem Rücken zu einer Wand bekämpfen, weil dann können sie nicht mehr von hinten angreifen. Die umzingeln einen ja immer so gerne. Und so kann man denen ein bisschen ihre taktischen Vorteile, ihrer taktischen Vorteile berauben. So machen wir es jetzt immer. Wie viele Maki-Beeren es hier auch gibt. Lecker, 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 lecker. Aber ich guck mal ganz auf der Karte. Wir waren bis jetzt nur hier. Müssten dann da in die, genau die Richtung müssten wir weiter. Und kommen dann da noch irgendwo gleich zum Strand. Da ist noch... Moment. Ich esse auch erstmal was und dann holen wir uns mal die Äffchen da vorne. Na Kumpel, wie geht's dir denn heute? Ein schöner Tag zum Sterben ist das. Ich find's so schön, dass die Viecher sich hier so ein bisschen an die alten Hollywood-Filme halten und wirklich nur einer nach dem anderen, Pulvermond, nur einer nach dem anderen angreifen. Finde ich super. Wo kommen wir denn hier nur hin? Eine Schädelblüte, ich speichere nochmal. Pulvermond. Ich habe eine tolle Idee, das hätte ich gerade noch machen sollen, bevor wir jetzt da langlaufen. Es wird ja schon so langsam düster und die sich hier langsam zieht die Sonne über die Steppen. Über die Inseln. Hat mich gerade so ein bisschen an Far Cry erinnert hier übrigens. Deswegen habe ich wahrscheinlich Steppen gesagt. Aber was wir jetzt tun, wir holen uns die Sonne einfach wieder zurück. So, und zwar haben wir doch da hinten, wenn mich nicht alles täuscht, hatten wir doch da gerade ein höchst bequemes Bettelein. Da betten wir das Hauptefein. Bis zum nächsten Morgen. So, frischen Mutes können wir gleich wieder auf. Ich muss mal gucken, das ist übrigens gerade die Aufnahme. Die ich vielleicht wegen einem Türklingeln unterbrechen müsste, weil der Herr DK... Herr DK oder Herr DK? Wie betont man das richtig? Herr DK kommt mich... Der Dekan kommt mich besuchen. Es könnte also passieren, dass ich demnächst sagen werde, oh, es klingelt, ich muss die Aufnahme unterbrechen. Ne, also nicht wundern. Skrisch-Besuch. Deswegen... Nur eine kurze Aufnahmesession zwischendurch, weil ich gerade unheimlich Lust hatte, Risen zu spielen. Aber ich habe auch unheimlich Lust, in der Story ein bisschen weiterzukommen. Muschel. Und jetzt sind wir hier die ganze Zeit nur am Monster meucheln. Ein Poku. Da hinten sehe ich, glaube ich, noch eine Nuschel. Da ist noch eine. Ach, ein Poku, cool. Da ist noch eine Muschel. Und da ist noch ein Blümchen. Wir sammeln einfach alles auf. Und die Muscheln müssen wir mal öffnen, um zu gucken, ob wir da vielleicht Perlen drin haben. Weil die können wir dann auch verkaufen. Wobei wir jetzt momentan mehr XP brauchen als Gold. Das hält sich hier immer so schön die Waage. Hier waren wir schon, ne? Hier haben wir auch, glaube ich, gegen den Versunkenen gekämpft. Muschel. Und hier hinten kam noch die Krabbe aus dem Wasser. Ich guck mal ganz kurz, wo wir sind. Wir sind da oben. Wir müssten aber eigentlich... Ja, wir sind hier falsch. Mist. Halt! Die Heldenkrone Schädelblüte wird nochmal mitgenommen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir umlaufen das ganze Ding mal. Hui! Halt! Nehmen den Poku-Pilz natürlich mit. Ich habe das Gefühl, die wachsen diesmal nach.
Ich glaube, bei Risen 1 war das so, dass von Akt zu Akt immer die Pflanzen hier und da mal nachgewachsen sind. Also da wurden die so künstlich wieder angezüchtet sozusagen. Aber hier habe ich das Gefühl, die wachsen einfach nach einer Weile einfach wieder nach. Nur halt an anderen Orten. Sodass das Ganze ein bisschen mehr random ist. So, hier müssten wir jetzt eigentlich richtig sein, ne? Ich gucke nochmal kurz auf die Karte. Jawohl, hier ist dieser schmale Durchgang. Und dann kommen wir da unten noch zu dieser Inselgruppe oder was immer das ist. Hier ist auch interessant. Sieht irgendwie cool aus. Ach, Truthähne. Dass die keine Angst haben. Mich deucht ja, ich müsste die Truthähne eigentlich auch erledigen. Um dann irgendwas von denen zu verkaufen, aber das... Ach, ich weiß nicht, ob ich das will. Hallo, Warzenschwein. Das Hot-Warzschwein. So, das war ein Schwein. Wo kommen wir hier bloß hin, frage ich mich. Da wächst wieder Oleander. Den nehmen wir natürlich mit. Ich sag immer Oleander statt Oleander. Eine Schädelblüte. Ein einsames Wildschwein, ja. Stirb, du Schwein! Du wirst fallen von meiner Klinge! Fallen im wahrsten Sinne des Wortes, wie es aussieht. Zack. Fleisch erhalten. Ich glaube, das wird gleich richtig interessant aussehen da unten. Wo sind wir denn hier bloß? Was ist das für ein Relikt? Was ist das für ein Relikt? Speichern? Sand... Ach, Sandteufelchen, komm. Au, doch nicht in die Brustwarze. Ah, ja, ihr elenden, kleinen, miesen, flinken Kreaturen. Ah, einer ist weg. Oh, Gart, du Arsch, du bist der Nächste, mein Freund. Und da war die nächste Kiste, die auf uns wartet. Hier beim Zauberbusch. Jetzt nicht. Ach, ihr elenden Sandteufel. Boah, wie ich das hasse. So, aus der Luft gesmashed, die Nummer 1. Ich blocke doch, du Arschkrabbe. So, und dir versohle ich deinen dicken Hintern, du Mistvieh. Das war das, was hier los ist, mein lieber Freund. Und eigentlich wollte ich doch nur an das kleine Kistchen bei den Zauberbüschen. Proviant und Perle. Na gut, besser als nix. Hier sonst noch irgendwas... Ich speichere hier mal lieber. Das sieht mir nämlich nicht ungefährlich aus, wenn ich mich ja so umschaue. Immer auf den Poppes. Du hast es doch so gewollt. So, da gibt's hier die große Arschparade, mein Freund.
Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nein. Nein, erstmal die da. Scheiße. Nein, mach erstmal die richtige, nicht die. Ach, jetzt muss ich hier die ganze Zeit rumtreten. Na los. Na, ah, die schaffst du noch. Komm. Nein. Ach, Kissen. Los, hau drauf, hau drauf. Und nochmal, komm schon. Direkt wieder auf den Arsch. Jawoll. Was? Ach, Kissen. Du bist doch eh schon tot, du weißt es doch nur noch nicht. Und das alles nur, weil ich meine Spanking-Schaufel nicht mit dabei habe. So, dann reißen wir dir mal die Muscheln aus dem... Wo auch immer die ihre Muscheln haben, ich will es gar nicht wissen. Ach, ich dachte, der wäre gerade Oleander. Oleander. Oh, Leander. Zara Leander. Du bist es. Das ist ja so eine Art Sumpf, ne? Ich hüppel da mal kurz hoch, um zu gucken, was uns hier erwartet. Aber das ist wahrscheinlich... Ja, da ist es zu tief, da kommt man nicht ran. Das heißt, wir suchen hier einfach mal weiter. Huah! Nein, auf den Arsch, los! Ja, das ist er. Mann, 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 die Riesenkrabben müssen einen riesigen Gefallen daran haben. Guck mal, wie die sich freut, wie die zappeln vor Freude mit den Füßlein. Hui! So eine kleine Kitzelpartie. Also Ruhm können wir doch schon ein bisschen sammeln. Das geht hier schon ganz gut. Ist aber leider auch ein bisschen lebensgefährlich. Und uns geht so langsam doch der Proviant aus. Auch wenn wir hier und da mal wieder was finden, aber das hält sich so die Waage. Was ist das denn? Speichern? So, ich lasse sie erstmal rankommen. Oha, das sind zwei. Komm näher, mein kleines Kräppchen. Warum kommt die denn nicht? Hallo? Ach, Mist. So, ich hoffe, wir können die jetzt... Die andere kriegt sie auch gar nicht mehr ein vor Freude. Was ist mit der anderen da hinten los? Ich glaube, die will gekrault werden. So, komm, hier hast du ein paar Streicheleinheiten. Einfach mal schön das Bäuchlein kraulen. Mit dem Säbel ganz zärtlich aufschlitzen. Und hinterher kommst du in die Suppe. Wie viel Ruhm haben wir denn jetzt eigentlich inzwischen? 3000 Ruhm! Ja! Wir haben genug Ruhm, um Gerissenheit zu lernen. Noch tue ich's nicht, weil ich mir auch ganz sicher sein will, dass das der richtige Schritt ist.
Was sind das nur für Tempel? Oh, Oleander.